Zelle. Ausgabe 14. Ja, hallo und willkommen zurück. Unser heutiger Beitrag handelt vom Golden Eagle Festival, das alljährlich am ersten Oktoberwochenende vor den Toren der Stadt Ulgi im Westen der Mongolei gefeiert wird. Wir erinnern uns noch sehr gut an die Anfänge des Festivals. Bereits im Jahre 1999 fand es zum ersten Mal statt. Seitdem hat sich das Fest unter seinem später eingeführten offiziellen Namen Golden Eagle Festival zu einem Publikumsmagnet entwickelt. Wir von Utra Travel haben es schon oft mit unseren Kunden besucht. Regelmäßig seit 2008 führen meine Frau Ottmar und ich unsere spezielle Utra Travel Fotoreise zu den Allerjägern und zum Golden Eagle Festival. Auf dieser Reise erwarten Sie Eindrücke, die sie ein Leben lang nicht mehr vergessen werden. Wir nehmen dabei nur zwei Teilnehmer mit, die wir individuell betreuen. Wir kommen dabei ganz nah an die Familien der Adlerjäger und sie bekommen dabei Eindrücke und Motive, die sie sonst auf einer normalen Reise nicht zu Gesicht bekommen würden. Seien Sie für eine gewisse Zeit ein Teil unserer guten Freunde. Einfach mittendrin statt nur dabei. Dabei ist die Reise nicht nur für Fotografen interessant. Klicken Sie doch bei Interesse einfach mal auf unserer Homepage vorbei, www.otra-travel.de. Anfänglich fand die Eröffnungsfeier des außergewöhnlichen Spektakels auf dem zentralen Platz von Ulgi statt, aber seit ein paar Jahren wird die Eröffnung der Spiele auf dem nur einen Steinwurf von der Stadt entfernten Festplatz mit einer Parade abgehalten. Dabei ziehen die teilnehmenden Adlerjäger, wie an einer Perlenschnur gezogen, durch das weite Rund des Festivalgeländes und lassen sich von den anwesenden Zuschauern bestaunen. Ein paar Stunden vor dem Beginn des Festivals müssen sich die Adlerjäger mit ihren Vögeln bei der Wettkampfleitung anmelden. Die Veranstalter wissen bis unmittelbar vor dem Beginn des Wettkampfes nicht, wie viele Adlerjäger teilnehmen werden. Jeder, der sich angemeldet hat, hofft natürlich, einen der vorderen Plätze zu erringen, die mit einem relativ hohen Preisgeld dotiert sind. Dieses Preisgeld wird von einem mongolischstämmigen US-Amerikaner, der ein Reisebüro in der Mongolei unterhält, gespendet. Er war auch der Initiator, als im Jahre 1999 das Adlerjäger-Festival zum ersten Mal ausgetragen wurde. Auf dem Festival sind jedes Jahr viele seiner Kunden aus den USA zugegen, aber natürlich nicht nur. Die Adlerjäger müssen sich an den beiden Festtagen zwei Prüfungen unterziehen. Parallel dazu finden Reiterspiele mit Pferden und ein Wettrennen mit Kamelen statt. Am ersten Tag werden die Adler hoch oben auf dem Berg losgelassen und müssen auf dem Arm ihres Jägers landen, der unten auf dem Gelände auf seinem Pferd galoppiert. Längst nicht allen Adlern gelingt dies, denn sie sind nicht an eine solche große Menschenansammlung gewöhnt. Normalerweise sind sie mit ihren Jägern im menschenleeren Altaigebirge als perfekt eingespieltes Team auf der Jagd nach Füchsen, Hasen, Möwen, Manulen und Murmeltieren unterwegs. Am zweiten Tag gilt es, die Adler auf einer sogenannten Schleppe, einer Beuteattrappe, landen zu lassen. Der Jäger zieht diese mit seinem Pferd an einer Leine durch die Arena. Für die Vorführungen an beiden Tagen vergibt ein Schiedsgericht jeweils Punkte. Je schneller der Vogel auf dem Arm bzw. auf der Schleppe landet, umso höher sind die Punktezahlen, die der Adlerjäger und sein Adler vom Schiedsgericht bekommen. Aus der Summe dieser Punkte, die die Wettkämpfer in den beiden Disziplinen erringen, ergibt sich dann zum Schluss ihre jeweilige Platzierung. Hinzu kommen noch Sonderpunkte, die die Adlerjäger für ihre traditionelle Kleidung erhalten. Die Summe aller Bewertungen ergibt dann die Endplatzierung. In den letzten Jahren ist die Besucherzahl dieses weltweit einmaligen Spektakels von Jahr zu Jahr exorbitant gestiegen. Das Festival ist über die Landesgrenzen der Mongolei hinaus bekannt geworden. Diese Bekanntheit erhielt es durch den Kinofilm The Eagle Huntress mit Aysholpa Nurgayev. Von ihr und dem Festival handelt der Film. In den letzten Jahren ist zu beobachten, dass es mehrere Parallelveranstaltungen zu diesem Adlerfest in Ulgi gibt. Allerdings zu anderen Zeiten, meist vor dem Adlerfest in Ulgi. Es handelt sich hierbei um einfache Kopien des über die Jahre so erfolgreichen Golden Eagle Festivals.
Teilweise finden sie eigens auf einem Gelände in den Hochtälern des Altaigebirges statt oder in den kleinen Dörfern. Allen voran sei hier Saksaysum zu nennen, ein Dorf im Altai mit der höchsten Adlerjägerdichte im mongolischen Altaigebirge. Die beiden beschriebenen Disziplinen mit dem Adler sind und bleiben aber das Herzstück eines jeden Festivals. Natürlich auch des Festivals in Ulgi, über das dieser Beitrag weiterhin handelt. Parallel zu den Darbietungen mit den Adlern werden auch unterschiedliche traditionelle Reiterspiele der Kasachen gezeigt. Wie bereits schon gehört, findet unter anderem auch ein Kamelrennen statt. Dazu etwas abseits des Geschehens zeigen die Urianichai, das ist ein kleiner mongolischer Stamm im Westen des Landes, ihr traditionelles Bogenschießen. Hierbei gilt es, einen etwa faustgroßen zylindrischen Gegenstand, der auf der Erde steht, zu treffen. Bei Männern beträgt die Distanz vom Bogenschützen zum Ziel 75 Meter, bei Frauen sind das 60 Meter. Der Abschluss des ersten Tages mit dem Reiterspiel namens Tengi Ilu ist ein weiteres Highlight, bevor es dann in die kulturelle Abendvorstellung im Kulturpalast von Ulgi geht. An dem Abend werden traditionelle Lieder unter anderem mit dem kasachischen Nationalinstrument der Dombra gesungen. Auch Tanzeinlagen und kasachisches Liedgut dürfen an diesem Abend natürlich nicht fehlen. Der Besuch lohnt sich allemal, anbei eine Kostprobe. Tengi Ilu, wie vorhin angemerkt, ist das letzte Highlight des ersten Tages. Es ist ein Reiterspiel, das die Geschicklichkeit des Reiters zeigt. Dem Gespann von Pferd und Reiter wird dabei alles abverlangt. Auf dem Boden werden in regelmäßigen Abständen mit farbigen Bändern sichtbare Ziele markiert, die der Reiter im vollen Galopp aus dem Sattel heraus aufheben muss. Tengi Ilu heißt nämlich wörtlich übersetzt Münzen aufheben. Ein weiteres Reiterspiel steht am zweiten Tag auf dem Plan. In manchen Jahren wurde es aber teilweise bereits schon am ersten Tag dargeboten. Es geht dabei um Kiskuar. Es soll die Charaktereigenschaft eines möglichen zukünftigen Ehemannes prüfen, denn es funktioniert wie folgt. Der eventuelle Ehemann reitet als erster los und soll im vollen Galopp von seiner zukünftigen Ehefrau eingeholt werden. Gelingt es ihr, ihren zukünftigen einzuholen, bekommt dieser einen Seitenhieb mit der Pferdepeitsche ab. Nicht allen Ehefrauen gelingt es dabei, ihre zukünftigen Männer einzuholen. Im Vorfeld einer Hochzeit wird dieses Spiel traditionell gespielt, um die Belastbarkeit der Ehemänner zu testen, sagt der kasachische Volksmund. Als letzte Darbietung der kasachischen Reiterkunst steht als letzte Disziplin am zweiten und letzten Tag traditioneller Spiel Kukbar an. Hier ist es jedem gestattet teilzunehmen. An diesem Spiel wird die Kraft
und Geschicklichkeit auf dem Pferd gemessen. Dabei treten immer zwei Gegner gleichzeitig gegeneinander an. Ziel ist es, eine tote Ziege als sogenannter Spielball dem Gegner aus den Händen zu reißen. In den Anfangsjahren des Festivals wurde das Spiel als Mannschaftsspiel gespielt, mit dem Ziel, die Ziege in einen markierten Bereich der gegnerischen Mannschaft abzulegen bzw. zu werfen. Es kam dabei aber leider immer mal wieder zu Unfällen, in denen die Reiter zu ungestüm in die Zuschauermenge geritten sind, wie man das hier zum Beispiel sieht. Das sind Bilder aus den Anfängen. Aus diesem Grund entschieden die Verantwortlichen, das Spiel nur noch im Zweierverbund durchzuführen. Die Ziege darf bei diesem Spiel an den Beinen und am Fell gehalten werden. Der Kopf hingegen fehlt dem Tier bereits. Jede Runde halbiert sich die Teilnehmerzahl und der Kampf der beiden letzten übrig gebliebenen Protagonisten ist der traditionelle Höhepunkt an diesem letzten Tag. Danach wird als letzter Programmpunkt nur noch die Siegerehrung abgehalten. Dabei erhalten nicht nur die Teilnehmer an den Adlerwettkämpfen einen Preis, sondern auch die Teilnehmer der diversen Reiterspiele. An manchen Jahren wird nach der Siegerehrung noch in ausgelassener Runde auf dem Platz gesungen und getanzt. Unser nächster Beitrag im Otra Travel Channel planen wir zum kasachischen Frühlingsfest, dem Nauris. Bleiben Sie weiterhin gespannt. Bis bald. Wenn Sie an einer Reise in die Mongolei interessiert sind, würde es uns freuen, wenn Sie uns anfragen würden. Wir veranstalten individuelle und nachhaltige Mongolei-Reisen. Und dies in Klein- und Kleinstgruppen von 1 bis 6 Personen. Dabei können wir auch marktgerechte Preise anbieten, denn wir veranstalten unsere Reise direkt vor Ort und führen sie dort auch durch. Wir konzipieren Ihre Traumreise nach Ihren Vorgaben und Wünschen in Kommunikation mit Ihnen. Seien es längere Besuche bei den Nomaden, Reiteinlagen mit Pferden oder Kamelen, alles ist möglich. Fragen Sie uns einfach an unter mongoleireisen@otra-travel.de. Auch Feedback von Ihnen würden wir uns freuen. Egal auf welchem Weg, per E-Mail, in YouTube als Abonnement oder als Like in Facebook. Bleiben Sie gespannt. Bis auf Weiteres. Dankeschön.